Hallo und herzlich willkommen zu einem relativ schwierigen Video. Ich hatte das schon mal vor einer Weile erwähnt. Die Motivation ist irgendwie nicht mehr so richtig da. Und YouTube hat da auch mal wieder einiges zu beigetragen, denn anscheinend haben sie wieder mal etwas umgestellt. Die Folge davon war dieses Mal, dass ich davon in ziemlich extremem Maße betroffen war und sich meine Aufrufe mehr als halbiert haben. Das war wirklich schlagartig so. Innerhalb eines Monats sind meine Aufrufe von über 200.000, die ich wirklich mehrere Monate lang hatte, konstant hatte, haben sich verringert auf gerade mal 80.000 jetzt nur noch. Und die Tendenz ist sogar noch weiter fallend, denn mit jedem neuen Video werden die Aufrufe gefühlt weniger. Was heißt gefühlt? Ich habe Statistiken dazu. Normalerweise hat ein Video irgendwie 1.500 Aufrufe über Nacht. Mittlerweile bin ich froh, wenn sie überhaupt noch 500 über Nacht erreichen. Und ja, wenn ein Video vorher durchschnittlich 3.000-4.000 Aufrufe erreicht hat, dann erreichen sie jetzt durchschnittlich vielleicht 800 oder so maximal noch. Und ich muss gestehen, das ist ziemlich demotivierend. Ich habe mittlerweile weniger Aufrufe als vor 2 Jahren. Und vor 2 Jahren hatte ich noch keine 4.000 Abonnenten. Jetzt sind es mittlerweile über 12.000. Das ist unglaublich frustrierend. Man steckt so viele Jahre an Arbeit da rein und dann kommt YouTube immer wieder dazwischen und haut dir so mit Anlauf eine aufs Maul. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das soll. Dazu kommt die sogenannte Adpocalypse gerade. Das heißt, Videos werden aus irgendeinem Grund als ungeeignet eingestuft von YouTube und das hat jetzt mittlerweile meine neuesten 3 Videos betroffen. Das heißt, ich verdiene keinen einzigen Cent mehr daran und ich habe irgendwo das Gefühl, dass auch die Ausstrahlung davon und die Ausbreitung oder die Verteilung an euch dadurch auch leidet und dadurch eben noch weniger Aufrufe zusammenkommen. Und das ist halt, ja, wie gesagt, ich betone das gerne nochmal, unglaublich frustrierend, weil ich mache nun wirklich den am wenigsten kontroversen Content, der ungeeignet für Werbetreibende sein könnte. Ich habe nichts Rassistisches dabei. Ich habe nichts Politisches, nichts Religiöses, nichts Diskriminierendes, nichts Hasserfülltes dabei. Ich rede einfach nur über Videospiele und offensichtlich reicht das schon aus, dass meine Videos ungeeignet sind für YouTube-Werbetreibende. Herzlichen Dank dafür. Und entsprechend habe ich sowieso das Gefühl, auch schon vor dieser Werbeschaltungssache, dass sich mein Kanal irgendwie in einer Sackgasse befindet. Es geht nur noch im Schneckentempo voran und an manchen Tagen geht es sogar regelrecht zurück. Ich verliere Abonnenten teilweise jeden Tag. Das ist keine schöne Situation. Und ich kann nicht ganz genau definieren, woran das eigentlich liegt. Denn bis zum Release von Morrowind war alles gut. Es lief hervorragend hier auf dem Kanal. Die Videos wurden angeschaut, ich hatte richtig Spaß daran, sie zu machen. Auch zu anderen Themen wurden die gut angenommen. Dann kommt Morrowind raus und eine Woche später bricht alles komplett ein. Und das, obwohl Morrowind so gut angenommen wurde und es offensichtlich viele neue Spieler dadurch gab. Daher kann es daran eigentlich nicht liegen. Und ich schätze mal, es ist tatsächlich nur, dass YouTube wieder mal irgendwas, ja, ziemlich einen großen Mist gebaut hat, sagen wir es mal ganz freundlich. Wir wollen ja Werbetreiber freundlich sein, damit wir geeignet sind, um überhaupt hier einen Cent zu verdienen, ne? Ja, genau. Als ob man auf YouTube geht, um Geld zu verdienen. Es ist immer noch mein Hobby und ich mache gerne Videos. Ich rede gerne über Videospiele, aber ich denke, es ist einfach an der Zeit für Veränderungen und ich möchte etwas Neues ausprobieren. Denn ihr werdet es im Laufe der letzten Monate wahrscheinlich auch mitbekommen haben, dass ich öfters mal sage, ja, ich spiele kein Elder Scrolls mehr. Und es stimmt ja auch, ich spiele TESO im Grunde genommen nicht mehr. Mit Morrowind hatte ich gedacht, dass die Motivation zurückkommt in großem Maße und ich habe mich auch sehr darüber gefreut im Vorfeld, habe mich sehr darauf gefreut, es endlich wieder spielen zu können, aber ich habe es dann 4-5 Stunden gespielt und ich bin einfach nicht wieder reingekommen. Und daher macht es einfach aus meiner Sicht keinen Sinn mehr, darüber Videos zu machen. Daher, Elder Scrolls Content wird extrem zurückgeschraubt hier auf meinem Kanal. Ich mag das Franchise. Ich mag The Elder Scrolls als Reihe und Skyrim ist immer noch einer meiner absoluten Lieblingsspiele überhaupt und es wird auch definitiv weiterhin Content dazu geben. Es heißt nur lediglich, dass meine bisherigen 2 Hauptformate, die Elder Scrolls 6 Diskussion und auch Elder Scrolls Weekly, eingestellt werden. Ab sofort. Und ich möchte euch im Folgenden kurz erklären, warum im Einzelnen das der Fall sein wird. Und danach möchte ich euch natürlich auch noch ein bisschen was über die in Anführungsstrichen neue Richtung sagen, über den Neuanfang, den ich damit versuchen möchte. Elder Scrolls 6 hat aus meiner Sicht nie richtig Fuß fassen können.
Die Tendenz war immer, dass es immer weniger Aufrufe und immer weniger Kommentare gibt in den letzten Monaten schon. Aber das Format ist halt darauf ausgelegt, dass es so etwas gibt, dass es Kommentare gibt, dass man vernünftige Diskussionen führen kann. Und wenn einfach keine da sind oder ich einen Kommentar maximal habe, auf den ich eingehen könnte, dann funktioniert das Format einfach nicht. Dazu kommt, TESX ist immer noch nicht in der Entwicklung. Und ehrlich gesagt, so langsam geht mir das Vertrauen in Bethesda dahingehend verloren. Denn es sind 6 Jahre und sie haben noch nicht mal angefangen zu entwickeln. Sie schieben es einfach immer weiter und treffen sogar noch höchst fragwürdige Entscheidungen, wie zum Beispiel die E3 Trailer-Konferenz oder Skyrim für die 12. Plattform oder die tollen Review-Embargos, die sie dann verhangen haben, muss man ja schon sagen. Und ich möchte meinen Kanal einfach nicht auf eine Firma fußen, die die Interessen von uns Gamern nun schon des Öfteren mit Füßen getreten hat. Das heißt natürlich nicht, dass wenn TESX endlich angekündigt wird, dass ich dazu nichts machen werde. Das ist natürlich Unsinn. Sobald etwas angekündigt wird, werde ich definitiv etwas zu TESX wieder machen. Und auch zu Starfield werde ich wahrscheinlich etwas machen, wenn es halbwegs interessant für mich sein sollte. Und nach dem, was ich bisher darüber gehört habe, klingt es sogar sehr interessant. Aber erst einmal werden die TESX-Diskussionen eingestellt, denn schlussendlich führen sie einfach zu gar nichts mehr im Moment. Denn es war darauf ausgelegt, dass das Spiel vielleicht irgendwann in näherer Zukunft rauskommt, aber das ist ja offensichtlich nicht der Fall. Ich rechne mittlerweile vor 2023 gar nicht mehr damit, dass wir es sehen werden. Und ähnliches gilt eben für Elder Scrolls Weekly. Die Luft ist einfach raus aus dem Format. Gut, es war auch irgendwo zu erwarten nach nun mittlerweile 92 Ausgaben. Die Diskussionen werden immer weniger mit euch gefüttert, es gibt immer weniger Beteiligung daran und ehrlich gesagt, der Diskussionsteil hat ohnehin nur mäßig wenig Leute interessiert. Die meisten haben nämlich nach dem News-Teil immer schon ausgeschaltet. Das war schon immer so und das habe ich immer gerne in Kauf genommen, dafür, dass ich eben die Interaktion mit euch haben wollte. Aber ja, es passt einfach irgendwo grundsätzlich nicht und YouTube straft das mittlerweile ja offensichtlich noch härter ab als vorher. Und bei den News muss man sagen, ich merke einfach immer mehr, dass ich der Falsche dafür bin. Ich habe, wie gesagt, immer wieder Pausen gemacht und das war auch in Ordnung. Ich finde, das ist kein Problem, denn ich habe mich immer weiter mit dem Spiel beschäftigt, aber die Pausen wurden dann immer länger. Und gerade mit Morrowind habe ich festgestellt, dass das Spiel mir einfach keinen richtigen Spaß mehr macht. Ich sage auf keinen Fall, dass es ein schlechtes Spiel sei, ganz im Gegenteil. Aber für mich ist es nach den Jahren, die ich darin investiert habe, einfach nicht mehr das Richtige und Zeit, etwas Neues zu versuchen. Und dann ist es für mich einfach, es ist wie Arbeit, wenn ich das Spiel starte. Und das macht einfach keinen Spaß. Und daher habe ich dann einfach auch keinen Drang, es überhaupt zu spielen. Und wenn ich es nicht spiele, dann kann ich auch nur relativ schlecht darüber berichten, denn mir fehlt einfach das Detailwissen und daher möchte ich das lieber anderen Leuten überlassen, die Ahnung davon haben. Und ich kann euch hier gerne ein paar nennen, zum Beispiel ProNDC fällt mir da sofort ein, Alexos LP und Garion Metatron auf jeden Fall. Da kann ich euch problemlos in deren Hände geben, wenn ihr News haben wollt und solche Sachen. Und Guides, das ist deren Sache, das können sie besser als ich, da trete ich von zurück. So, damit haben wir den schweren Teil hinter uns gebracht und können jetzt über die positiven Dinge reden. Die neue Richtung. Wie gesagt, Elder Scrolls wird weiterhin Teil meines Kanals bleiben und das möchte ich auch gar nicht ändern. Gerade Broomer interessiert mich sehr, neue Mods interessieren mich sehr und wenn dann irgendwann Elder Scrolls 6 angekündigt wird, garantiert auch dazu was. Aber mein Hauptformat soll etwas anderes werden. Es gibt keinen konkreten Namen dafür, aber ich kann euch in etwa umreißen, was es sein wird. Die Videos sollen in erster Linie kürzer, kompakter und einfach qualitativ hochwertiger werden. Oder wenn man es anders formulieren möchte, weniger Gelaber mit dabei. Es soll, wenn ihr euch etwas vorstellen möchtet, etwa so sein wie die Videocasts, die ich früher gemacht habe. Die Tesocast beispielsweise, die GW2Cast, die Sachen zu, auch Ashes of Creation habe ich sowas ähnliches gemacht und zu EverQuest Next auch ganz viel. Dieses Gelaber, in Anführungsstrichen, wie es immer gerne genannt wird, macht mir zwar Spaß und ich finde, das ist auch etwas, was wichtig ist, denn schließlich geht es hier darum, um Videospiele zu reden und nicht einen Vortrag zu halten, aber das ist im Endeffekt nicht das, wofür mein Kanal stehen soll. Ich denke, da kann ich mehr bieten. Und in Gameplay-Videos oder vielleicht auch zukünftig in Livestreams funktioniert dieses Format hervorragend, aber ich möchte wieder mehr in diese Tesocast-Richtung gehen. Die Grundidee von dem Gelaber ist halt normales Gespräch. Und für ein Video zwischendurch funktioniert das super. Die neue Richtung wird aber definitiv kompakter. Sie wird analytischer, sie wird intelligenter und sie wird informativer. Ich werde nämlich wieder dazu hingehen, dass ich die Texte auch tatsächlich vorschreibe und sie dann einspreche. Denn das habe ich in den letzten Monaten immer mehr feststellen müssen. Ich bin jemand, der gerne schreibt. Und in den
ja, Elder Scrolls Weekly und auch die T6-Diskussion geben einfach nicht die Möglichkeit, tatsächlich etwas vorzuschreiben. Natürlich schreibe ich mir Notizen auf vorher und gehe dann einfach so durch, während ich das ausspreche, aber es ist nicht dasselbe, als wenn man selbst einen wohlformulierten Text schreibt. Wenn ihr Beispiele dafür haben wollt, wie ich die neue Richtung mir vorstelle, ich habe ganz konkret Videos, die ich genauso gemacht habe, wie ich es mir in Zukunft vorstelle. Ganz oben auf meiner Liste steht das Video Tausche Dosensuppe gegen Shotguns, also das Thema Gameplay gegen Immersion in The Division. Drei MMOs, die ihr 2017 nicht verpassen dürft, was ein unglaublich erfolgreiches Video sogar war, mit über 100.000 Aufrufen mittlerweile. Gut fand ich auch, erscheint 2017 ein neues Spiel von Bethesda, weil das eben sehr hintergründig war, sehr kritisch betrachten und sehr analytisch. Oder auch die Legends-Kontroverse. Was haben alle gegen Test Legends? Das ist so diese Sache. Als Zusammenfassung kann man sagen, Hintergründe davon beleuchten, Fragen stellen, warum war XY erfolgreich, warum war etwas nicht erfolgreich vielleicht? Welche Auswirkungen haben Plattform-Exclusives auf die Industrie? Werden Spiele durch eine Open World besser? Solche Dinge möchte ich machen, denn ich denke, ich bin gut darin, Dinge zu analysieren und sie kritisch zu hinterfragen. Und genau das möchte ich auf diesem Kanal auch wieder machen. Wie oft das Ganze dann erscheint, wann es erscheint, das lässt sich relativ schwer sagen. Ich plane erstmal alle 2 Wochen, dann auch freitags erstmal, zu dem gewohnten 18 Uhr Termin. Ob sich das in Zukunft ändert, mal schauen. Es ist halt einfach eine Frage der Zeit, denn diese Videos sind extrem aufwendig. Ich habe nämlich eins davon schon geschrieben auf jeden Fall und ich bin mir relativ sicher, dass ihr es, wenn ihr heute dieses Video seht, in ein paar Tagen den ersten Teil davon auch schon sehen könnt. Als Ausgleich zu diesem eher analytischen, eher hintergründigen, möchte ich dann Gameplays oder Livestream-Videos machen. Livestream-Videos ist immer relativ, denn wenn dann wären es Livestreams oder irgendwelche Highlight-Reels, weiß ich nicht, muss man erstmal schauen, ob das überhaupt mit Livestream funktioniert. Und hier bietet sich natürlich Skyrim an. Bruma bietet sich da in erster Linie an oder auch eine andere Mod, die ich gerade gefunden habe. Azo, womit man quasi Skyrim in einen Pixar-Film verwandeln kann. Ich denke, solche Sachen könnten ziemlich gut als Video funktionieren. Ansonsten News-Formate wie beispielsweise Elder Scrolls Weekly zu anderen Spielen kann ich mir durchaus vorstellen in Zukunft, eben als Ausgleich zu den anderen Sachen, die ich plane. Zu was genau, weiß ich allerdings noch nicht genau. Destiny 2 wäre natürlich möglich, wobei ich es noch nicht gespielt habe, immer noch nicht, und die Beta liegt ja leider mitten in der Woche, wo die meisten Leute arbeiten gehen, also herzlichen Dank Bungie. Und ansonsten, Ashes of Creation dauert leider noch relativ lange, da weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, vielleicht einmal im Monat. Und Citadel, ja, habe ich jetzt ehrlich gesagt weniger verfolgt, auch wenn mich das Konzept sehr interessiert hat. Mal schauen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Ich möchte nicht die kompletten Entwicklungsstufen immer mitleben. Ich möchte auch irgendwann einfach ein Spiel haben, was halbwegs fertig ist und man dann direkt Spaß haben kann in seiner Freizeit. Und ich möchte wieder Lohnt sich Videos machen. Das hängt natürlich auch davon ab, ob ich überhaupt noch Geld mit YouTube verdiene, denn solche Spiele zu kaufen ist immer relativ teuer und in Betas komme ich nicht rein und kostenlose Spiele-Keys schickt mir sowieso keiner. Aber ja, ich würde das gerne machen, denn es macht mir Spaß, neue Dinge auszuprobieren und dann darüber mit euch zu reden. Ob sie dann tatsächlich vorgeschrieben sind oder einfach in diesem Podcast-Format bleiben, muss ich mal schauen. Es hängt auch einfach davon ab, wie ich dann einfach Zeit dafür habe, tatsächlich etwas in der Richtung zu machen. Denn ich möchte nicht, dass es ein wohlformuliertes Review wird. Es soll ein Ersteindruck bleiben, ich möchte euch meine ersten Eindrücke von dem Spiel schildern und da ist das podcastartige Format halt durchaus gut geeignet. Insgesamt, ob das Ganze erfolgreich dann sein wird, kann ich absolut nicht abschätzen. Wahrscheinlich muss ich sogar erst einmal mit einigen Rückschlägen rechnen und solche Sachen wie Abonnenten werden abspringen, Videos werden floppen, wobei Videos, die floppen, hatte ich jetzt auch schon genügend in letzter Zeit. Ja, dann kann ich wenigstens eine Videoanalyse machen, wie man seinen YouTube-Kanal beerdigt mit nur einem Video. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass ich diese Richtung einschlagen möchte. Und das war wirklich eine Entscheidung, die ich mir nicht leicht gemacht habe und wo ich eigentlich schon seit Monaten dran sitze und mich immer wieder dazu durchringen muss, sie zu treffen. Und jetzt schlussendlich bin ich an dem Punkt, wo ich sage, es geht einfach nicht mehr. Ich tue euch damit keinen Gefallen, wenn ich über Teso irgendwas mache und über Elder Scrolls 6. Und ich möchte daher lieber wieder etwas machen, von dem ich tatsächlich sagen kann, dass ich stolz darauf bin nachher. Und ich denke, das ist der richtige Weg dann schlussendlich, dass ich die Qualität einfach wieder hochschraube und einfach mal wieder etwas anderes mache. Denn ich mache das Ganze jetzt schon seit Jahren und irgendwann nutzt sich das Ganze ab. Und ich kann nur sagen, dass ich hoffe, dass ihr diesen Weg mit mir geht und weiterhin treu bleibt, aber ich kann durchaus verstehen, wenn der ein oder andere das nicht mehr möchte. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das die nächsten Tage sich dann entwickeln wird. Ob es einen dramatischen Einbruch geben wird. Ich hoffe natürlich nicht. Ansonsten kann ich euch wieder nur wärmstens ans Herz legen. Bereits diesen Freitag gibt es die erste Ausgabe davon. Und
Ich kann euch nur sagen, gebt dem Ganzen bitte eine Chance. Es ist etwas, an dem ich hart gearbeitet habe und ich denke, es ist etwas, was sich durchaus lohnen wird dann auch für euch. Und damit auch vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, bis zum nächsten Mal.